Ihmiset ja tervetuloa takaisin uuden videon. Zwar kam sehr langsam die Begrüßung, aber okay. Und die Leila ist auch wieder dabei. Hallo. Und jetzt habe ich mein Handy im Ernst gegen die Wand an meinem Bett geworfen. Ah, okay. Ihr habt am meisten fleißig wieder abgestimmt wegen der Folge. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, hat die Freundin Geschichte gewonnen dieses Mal. Und da ich ja einen Begleiter habe, wird es auch leichter sein. Und ja, da echt besser noch nicht ausgelevelt ist, aber irgendwie voll schnell ist. Der ist voll schnell, der ist schneller wie mein Ding fährt. Urpferd, aber Urpferde sind ja auch so langsam wie Anfangspferde, ne? Haben ja auch keine Werte, aber... Nein, ich bin vorbeigeritten. Okay, ja, wir fangen mit der ersten Geschichte an. Nämlich eine Geschichte, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, Leila, oder? Ja. Das ist ja mal spannend. Also, ich habe früher in der Folge doch so eine Club-Einladung bekommen. Folge unter, also bevor ich meinen Pony hatte oder auch danach, keine Ahnung, meine ich auch immer die Club-Einladung. Ich glaube, Folge 7 oder so habe ich die bekommen. Und dann habe ich ja angenommen und habe ich ihnen Schrott über den Club vorgelesen. Irgendein Schrott, ich bin auch schlau. Ja. Ich mache gerade eigentlich unseren alten Club voll runter. Ja, und dann war halt das Clubtreffen und dann war halt, was ist dann passiert? Wer war denn da? Ja, jetzt darfst du was erzählen, wer da war. Wenn du es nicht weißt, kann ich es auch sagen. Also eigentlich war nur die Leila und ich da. Deswegen dachte ich, dass du es noch weißt, aber... Okay. Ja, und irgendwann, glaube ich, Marie oder irgendjemand... Nee, wer war noch im Club? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Irgendeine war noch da. Aber beim zweiten Clubtreff war die erst da. Aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Elaine? Doch, ja, Elaine, ja. Aber die kommt nicht mehr an, deswegen erinnere ich mich nicht mehr so gut. Ja. Und dann haben wir halt so geschrieben und haben halt immer so gefragt, wann ist endlich mal Clubtreff? Und dann war irgendwie so fünfmal kein Clubtreff. Ja. Und deswegen, ja... Mögen wir das Clubtreff irgendwie nicht mehr so oder keine Ahnung, wie wir das beschreiben sollen. Also sind wir halt aus dem Club, haben uns das halt so ausgemacht, dass ich ein Clubkunde, weil sie halt noch nicht so viel Starcoins oder so hatten, keine Ahnung, was es war. Ja, ich war da noch kein Starrider. Ach so, ja. Und ich war ja schon Starrider, glaube ich, ne? Dann habe ich dich halt eingeladen. Und Elaine kommt nicht mehr an. Ich weiß gar nicht, Leia, du bist nicht mehr in meinem Club, du hast einen eigenen, ne? Elaine ist hier noch drin, ist Clubleiter, ja. Und das Dumme ist jetzt aber, jetzt mache ich mal kurz was zu meinem jetzigen Club sagen, dass der, dass da niemand zum Clubtreff kommt, außer Lisa, das ist ja Henriette, also Saskia Schwester und ich. Und das ist dann irgendwie, deswegen gehe ich da jetzt auch nicht mehr so oft hin, weil es bringt ja nichts, wenn zwei Leute kommen. Deswegen, falls ihr eine nette Community seid, Surfer 4 seid, werbe ich euch herzlich für meinen Club an oder so. Wie man es auch immer sagt, ich weiß nicht, wie man sowas sagt. Und dann habe ich gesagt, wollt ihr in meinen Club? Meldet euch an, schreibt es in die Kommentare, dann lade ich euch ein, aber nur wenn ihr auf Surfer 4 seid. Und ihr müsst ja on sein in der Zeit, wo ich euch, glaube ich, einlade, oder? Das heißt, ihr schreibt mir dann, an welchem Tag, ihr schreibt mir zwei Tage und um welche Uhrzeit ihr on seid. Und dann komme ich um die Uhrzeit an beiden Tagen on. Und an dem, wo ich euch dann halt eher, an dem, wo ich halt eher Zeit habe, komme ich dann halt on und lade euch ein. Von den beiden oder schreibt euch, wenn ich so ankomme, dann kommt ihr einfach an oder irgendwie so, weil oder ihr seht mich irgendwann und schreibt, kann ich bis in den Club oder so. Okay, Marie hat geschrieben. Sie hat so geschrieben, hi und ich so ho. Hi ho, hi ho, hi ho, ho ho ho. Okay, welche Geschichte könnten wir noch erzählen, wie wir Saskia kennengelernt haben? Wir waren am Strand mit Elaine. In Fort Pinter. Am Kaffee, am Tisch, an dem Vierertisch. Genau. Und, oder, warte, es war ein Vierertisch, oder? Ja. Waren wir da nicht zu viert irgendwie so? Nein. Ach so, nur wir drei, ja. Dann kam da ein Pferd mit einer Karin Fischland. Sie hieß ja so früher, ja, anderer Account, Karin Fischland. Und hat sich einfach an unseren Tisch gesetzt. Und wir haben erstmal so gemeckert.
warum sie sich einfach an seinen Tisch setzt. Ich glaube, sie hat sich sogar in einen von uns gesetzt und nicht an den leeren Platz. Weil das, da kann sie sich zumindest an den leeren Platz setzen. Das hätte uns ja nicht genervt, aber sie hat sich halt in uns gesetzt. Und ich mag es nicht so, wenn man sich innen einsetzt, weil dann steht man ja eigentlich direkt wieder auf und sagt sorry oder so. Aber sie ist einfach sitzen geblieben. Dann sage ich so, kannst du bitte weggehen und sich an einen anderen Tisch oder an einen anderen Stuhl setzen oder so. Ja, ist irgendwann weggegangen. Und hat uns halt so geschrieben, hat uns Freundschaftseinladungen gemacht und immer so weiter. Und irgendwann haben wir halt unsere Nummern ausgetauscht. Und dann war auf einmal ihr Account weg und sie ist nicht mehr angekommen. Sie waren auch in meinem Club und dann irgendwann ist sie dann auf einem neuen Account mir begegnet und hat so geschrieben, dass es ihr neuer Account ist. Und dann hat sie mir halt den Grund gesagt, nämlich ich glaube irgendwas mit den Daten von dem alten Account, die weiß sie nicht mehr oder so. Oder irgend sowas war das, ja. Und das ist ja dumm, wenn du kein Starwider bist und weißt die Daten nicht mehr. Also wenn du Starwider bist. Das ist immer voll dumm. Also man muss ja die E-Mail mindestens merken, aber Passwort kann man eigentlich auch Passwort vergessen. Aber ich glaube, es war eine E-Mail, die es nicht gab und deswegen müsste ich einen neuen machen oder irgend sowas. Keine Ahnung. Und ja. So haben wir sie kennengelernt. Jetzt die Geschichte zu Marie. Ich weiß nicht, du warst da glaube ich nicht dabei oder so. Auf jeden Fall, sie war auch früher in unserem alten Club. Und auf ihrem Account Stacy Bunnybock war sie dort doch, oder? Doch, die war in dem alten Club, wo wir früher waren. Doch. Und ja. Oder doch, die war in dem Club, oder? Ja. Ja, oder irgendwie so. Und dann war sie jetzt ganz lang nicht mehr on. Weil sie halt ja jetzt in zweiter Account Simone hat. Der eigentlich dem Onkel gehört, aber sie waren halt lange nicht mehr on. Und ja, dann irgendwann ist sie angekommen auf dem zweiten Account oder auf dem ersten Account. Ja, auf dem ersten Account. Dann hat sie mir jetzt so geschrieben, dass sie einen zweiten Account hat. Haben wir halt unsere Nummern ausgetauscht und haben irgendwann telefoniert. Das war's auch schon. Jetzt müssen wir mal eine Story bringen, die es auch gibt, richtig. Was könnten wir für eine Story machen? Wir können ja eigentlich auch so Stories machen. Die müssen ja nicht über Star Stable handeln, so, ne? Hm, das stimmt. Ja. Ja, du kannst ja mal erzählen, was für Haustiere du hast. Ja, also ich habe einen Hund. Und dann sagst du noch, wie alt er ist und wann du ihn, also vor wie vielen Jahren du ihn bekommen hast oder so. Oder sie, oder? Also ich habe eine Hündin, die ist Finja. Und die ist jetzt 7 Jahre alt. Und die haben wir bekommen 2009. Okay. Dann habe ich ein Zwergkaninchen und ein Meerschweinchen. Das Zwergkaninchen heißt Romeo und das Meerschweinchen heißt Julia. Oh. Und beiden müssten jetzt so ungefähr 3 oder 4 sein. Okay. Die habe ich 2014. 14 oder 13 bekommen. Also später wie den Hund. Ja. Noch Tiere? Nö. Okay, ich weiß nicht. Also ich kann da auch über meine erzählen, aber ich habe keine Ahnung, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich glaube nicht, oder Lea? Also nicht so genau, nur mal halt so, dass ich Tiere habe, ne? Glaube ich. Das habe ich erwähnt, aber mehr glaube ich nicht. Als allererstes, wo noch lebt, muss ich jetzt überlegen. Wir haben 2 Tiere, die wir irgendwie, ich weiß gerade nicht, was wir als erstes von den beiden gekauft haben. Ich sag's einfach so, wir haben Vögel bekommen und das Problem, ich kann euch nicht sagen, also die heißen Paula und Paul. Hießen Paula und Paul. Also heiß und hieß. Weil der liebe Paul ist gestorben. Ich kann euch genau sagen, wann, das habe ich mir aufgeschrieben. Zwar am 2.2.2016 und es war genau an dem Tag, als mein Hund Geburtstag hat. Beste. Aber es kann auch sein, dass er, oder hat mein Hund am 1. Geburtstag, nee, am 2. Ich habe keine Ahnung, wann genau mein Hund Geburtstag hat. So genau weiß ich es nicht. Was ist denn das Jahr? Entweder 1. oder 2. hat er Geburtstag. Und der Vogel ist entweder am 1. in der Nacht gestorben oder am 2. morgens. Weil das weiß man ja halt nie, ob der abends mitten in der Nacht stirbt oder nach 0 Uhr. Das weiß man ja nie. Ja, Paula lebt noch. Die haben wir war vor 2010. Lass mich nicht falsch liegen, wann war ich 6 Jahre alt?
Scheiße, welches Jahr war das, wo ich 6 Jahre alt war? 2003 bin ich geboren, also zwei... Ich komme nicht zurecht, ich kann nicht rechnen. Also 2008, weil 2009 war ich, also ich bin 2008 ja 6 Jahre alt geworden, oder? Bin ich 2009 erst 6 geworden? Mann. Ich kann irgendwie schon rechnen, aber ich hab's gerade nicht mit dem Rechnen. Ich muss nur mal nachrechnen. Nee, ich bin erst 2009 6 geworden, weil es geht ja sonst, glaube ich, gar nicht. Dann habe ich Ende 2008 oder Anfang 2009 habe ich die dann halt bekommen. Und ja, und das Alter schätzen wir so, dass die ja schon, also die sind jetzt schon 10 oder, also über 10 Jahre auf jeden Fall, weil die, wo wir die her haben, weiß es nicht, wie alt die sind. Dann dazu aber erstmal, wir haben jetzt einen neuen Vogel zu der Paula geholt, nämlich... Name. Scheiße. Ich habe gar keine Ahnung, wie der Vogel heißt. Warum weiß nicht, wie mein Vogel heißt, obwohl er mein Bruder ist, aber... Ja, egal, dann rede ich erstmal über die anderen Tiere. So, also, wir haben danach eine Katze geholt, die habe... Egal, ich muss neu anfangen. Die heißt Findus, ist ein Er, der Findus. Und den haben wir 2009, kurz nach meinem Geburtstag geholt, weil wir wollten eigentlich zu meinem Geburtstag schon so 2-4 Tage früher holen. Aber er ist erst am 5, jetzt weiß ich, wenn er Geburtstag hat, bei meiner Katze weiß ich, weil es mein Lieblingshaustier ist. 2005. Ich dachte 2015. Also wir haben die am 15.08.2009 ist die geboren. Das heißt, sie ist jetzt noch 7. Also sie ist noch 7 und sie wird 8. Es kann auch sein, dass es dann falsch ist, dass wir sie dann erst 2010 geholt haben. Ich bin gerade nicht so gut im Rechnen. Deswegen, also irgendwie, ich kann rechnen, aber irgendwie gerade nicht rechnen. Ich kann rechnen, aber irgendwie gerade nicht rechnen. Weil wenn du gerade so ein Video aufnimmst, bist du so nervös und kannst gerade nicht so... Da bist du irgendwie so nervös und kannst irgendwie nicht mehr so viel, wie du eigentlich normal kannst. Das ist aber wirklich so, so... Ja. Ja, also er ist 7 und wir haben ihn 2008 8 oder 9 geholt. Ich glaube 9. Ja, doch 2009 oder 9 oder 10. Oh Mann. Dann die Schildkröten und die Schlangen haben wir im gleichen Jahr geholt. Die Schlangen heißen Bella und Edward aus Twilight, kennt ihr bestimmt die Hauptrollen. Und die Schildkröten heißen Pünktchen und Anton von dem Film Pünktchen und Anton. Und die Namen werde ich einfallen lassen, meine Oma, weil die altmodische Filme kennt. Weil der eine hat eher so Punkte und dann wollten wir aber jetzt nicht Pünktchen und Dreieck nennen. Ja. Das passt nicht, irgendwie so Pünktchen und Dreieck. Und dann haben wir Pünktchen und Anton von dem Film abgeleitet. Meine Oma zumindest. Ja. Meine ist Pünktchen und wir wissen nicht, ob es weiblich oder männlich ist, weil es kommen erst ab dem 5. Lebensjahr bestimmt und sie sind erst 4. Weil wir nicht genau wissen, wann sie geboren sind. Das weiß man halt bei solchen Tieren nicht so genau. Weil das sind halt so viele Schildkröten, die dort waren, so kleine. Und da kann man nicht genau wissen, welches wann geboren ist. Also geschlüpft ist. Sie kommt, glaube ich, auch aus Eiern, oder? Mann, ich komme nicht zurecht. Ja, und die Schlangen haben wir in einer... Sie sind auch 4 Jahre. Das heißt 2012, glaube ich. Sie sind 4 oder 5, weil wir wissen halt nicht, wann die Geburtstag kamen. Dann kommt es halt immer drauf an. Ja, dann... Ich glaube, den Hund hatten wir davor schon. Nein, warte. Wir haben einen Hund. Die Amy, das heißt nur sie. Ich glaube, wir haben viel zu viele Tiere, um sie aufzuzählen. Ja, ein Hund, eine Hündin. Amy. Und sie ist, habe ich ja schon erwähnt, am 1. oder am 2.2. geboren. Und sie ist jetzt 6 Jahre geworden. Am 1. oder 2.2. Ich habe hier so einen Zettel, da steht es. Aber ich kann gerade nicht aufstehen. Der hängt direkt an meinem Schreibtisch, aber an der Ecke am Schreibtisch. Und ich sitze natürlich in der Mitte und nicht an der Ecke. Und die Ecke außen am Schreibtisch, also nicht vorne am Schreibtisch, sondern außen am Schreibtisch. So, wenn man jetzt mal reinkommt, ja. Und ja, die haben wir aber nicht direkt bekommen, sondern wo sie 1,5 Jahre war, weil sie war davor bei 2 anderen Familien, aber die eine hat ihn von ihrem Freund bekommen.
Und ihre Eltern waren in Urlaub und dann mussten die hergeben, weil ihre Eltern keinen Hund wollten. Und dann hat ein anderes Pärchen, das eine neue Wohnung hatte, und dann hat er uns das alles kaputt gemacht und deswegen wurde er immer hergegeben. Aber Welpen machen sowas halt. Müsste Leila auch gut kennen. Oder Hunde, die keine Erziehung haben, also noch keine richtige Erziehung bekommen haben, dass sie halt was gelernt haben. Ja, dann zu meinen Hasen. Das sind die neuesten im Haushalt. Doch, ja, die neuesten, oder? Vielleicht Fische, aber Fische kann ich nicht mitzählen. Weil keine Ahnung, wann Fische geboren haben. Weil Fische. Fritz, Ficht, Frische, Fische. Nee, ich kann das nicht. Fritz. Nee, okay, ich kann es nicht. Ja, ja, die habe ich zwei. Lass mich jetzt nicht falsch liegen. Die haben wir. Die sind jetzt zwei Jahre. Ich gucke schnell um die Ecke. Haben wir sie adoptiert und sie würden wahrscheinlich im Dezember oder Januar, also Januar 2015 oder Dezember 2014 geboren, weil natürlich in so, man, die wissen es halt nicht immer so genau, wenn es so viele sind, die geboren worden sind. Ich glaube, ich muss auch die Folge beenden. Wir erzählen keinen irgendeinen Schrott, ja. Und ja, Adoption war am 2.2., also da, wo unser Hund, glaube ich, Geburtstag hat, weil es ist gerade so. Das ist so geschrieben und ist auf einmal, also ist fast weggeschrieben. Also, wenn man so ganz lang was geschrieben hat, es geht ja irgendwann weg. Okay, dann sage ich auch ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo da. Ciao!